Hallöchen Menschen da draußen, was geht? Schön, dass ihr hergefunden habt, schön, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Es ist eine neue Folge Twitch Clips Germany rausgekommen. Wir sind inzwischen bei den 20ern angekommen und zwar die besten Clips der Woche. Es ist wieder eine Uncut-Folge, dementsprechend gucken wir mal, wie gut das läuft. Aber ich dachte mir, wir gehen rein, sehen uns das Video an und bilden uns einfach eine eigene Meinung. Let's go. Hui. Da, 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 da. Cutter in jedem Outro von Twitch Clips Germany. Da. Vergesst einfach gerade das, was ihr gesehen habt, okay? Wir spielen jetzt einfach mal weiter. Die letzte Herr. Es ist im Internet drinne, meine Liebe. Es ist jetzt im Internet drinne. Das wird nicht vergessen. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Herausforderung. Ja, aber ist egal. Er hat einfach nicht. Ich mach raus. Ja, dann komm halt raus. Ich weiß nicht wie. Wo bist du denn? Da. Ja, dreh dich um. Also er ist im Bad. Ja, er ist im Bad, Robin. Okay, er ist im Bad. Okay. Ich. Die Panik, yo. Die Panik. Ich verstehe das ja mal total. Ich bin bei dieser Panik ja mal sowas von im Boot. Da verstehe ich total. War das schnellste Spermium. Wenn ihr euch mal schlecht fühlen solltet, seid euch bewusst, ihr wart das schnellste Spermium. Und schon ist euer Tag besser. Ja, ihr habt's geschafft. Ihr habt's geschafft. In irgendwas wart ihr mal der oder die oder das Beste. Nice. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Der Clip ist awkward lang. Der Rachenkitzler, Name meines Sextapes. Der Mutige, Name meines Sextapes. Arteblocker, Name meines Sextapes. Eingang zur Hölle, Name meines Sextapes. Ab 18. Makrona? Was haben die alle für lustige Namen? Warte mal. Na, was macht ihr da? Sorry, das ist jetzt Sitcom. Iltor schickt mich. Du sollst hier nicht so herumtrödeln. Ah, Lan, ja, ich weiß. Aber ich bin seit Tagen krank. Seit mich so ein verdammter Mollerat gebissen hat, geht's mir total. Das ist so unangenehm. Total dreckig. Ja. Ich werde es Iltor ausrichten. Der Perspektivenwechsel war auch gut. Knackigen Körper jetzt mal abwaschen gehen. Also hui, hu. Was? Schön, dass du da warst. Hast wirklich gut getanzt. Das hat mir gefallen. Das kannst du öfter machen. Ja, Darling. Hör mal, schön, dass ich da sein durfte, ja, ne? Ja, gerne. Ich würde mich dann verabschieden. Ja, alles klar. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich hatte so Sorge, dass sie runterfällt. Es wirkte wie ein, okay, jetzt falle ich gekonnt vom Stuhl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Guter Abgang. Sie hat einen Ball? Sie hat einen Ball, auf dem sie sitzt. Ich habe gehört, dass das ergonomisch sogar voll sinnvoll sein soll. Jetzt habe ich mal die Frage an euch. Worauf sitzt ihr? Also ich sitze auf so einem Standard-Ikea-Gaming-Stuhl. Aber jetzt ist die Frage, worauf sitzt ihr? Weil diese Bälle sollen scheinbar echt gut sein, wenn man viel vorm PC sitzt, was so Balance und so weiter betrifft. Ich sitze auf meinen Schulden. Badumts. Oh, der war mies. Der war mies. Ah, da ist er. Komm her. Penner. Juju Charles. Hä? Juju. Komm sie nicht hier hoch. Ich mag die Game-Kategorie. Juju. Eigentlich ein bisschen schade, weil das ist ein relativ kleiner Entwickler gewesen, der das Game rausgehauen hat. Also wenn ihr das Spiel interessant findet, hilft Twitch halt auch, hilft eigentlich Twitch Clips halt auch immer, um
euch dann das Game halt irgendwie so ein bisschen zu zeigen. Ich habe mir da schon ehrlich gesagt einige Notizen immer mal wieder gemacht. Dieses Spiel heißt Choo-Choo Charles. Ist sehr cool. Ich finde das sehr witzig. Leider halt ein First-Person-Game, dementsprechend für mich ein bisschen schwierig, aber ich will es ausprobieren. Oh, Charlie, was ist denn los? Komm mal her. Ui! Fuck! Ich meine, na, meinst du, ich hab Angst vor dir? Ja, denn er kommt durch die Wände. Gummi, das typische Bastelmoosgummi, wo man sonst benutzt. Auf jeden Fall, das ist ein typisches Moosgummi. Du hast doch noch nichts getrunken? Nee, aber ich bin gerade echt gut drauf. Ich habe übertrieben gute... Leute, ich habe euch wirklich vermisst. Ich weiß, das labert jeder Streamer. Jeder Streamer erzählt immer, meine Community, das ist wirklich... Das ist... Es ist halt aber auch so. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt 2 Wochen nicht streamen würde, ich würde meine Community schon vermissen. Dieses Stream, diese Interaktion, irgendwie so mitzubekommen, wie es euch so geht, definitiv. Das ist ja. Das Beste. Das ist die beste Community! Das sind nicht viele! Es sind nicht so viele! Aber wir haben das Herz an der richtigen Stelle! Genau! Also, ich weiß, das erzählt jeder. Das war super! Ich habe meinen Schwanz richtig geliebt in dem Kostüm. Ich habe mit dem ganz oft gewackelt. Look at my Schwanz is amazing. Give it a lick, it tastes just like Yoshi. Hallo deutsches Schnitzel. Nee, hallo deutsches Schnitzel. Servus. Sollen wir jetzt den einen pushen oder nicht? Da ist der MPMC. Ich bin in der Tankstelle. Ausgabe Dialogfeld. Nein, okay. Nein. Schaltfläche. Nein. Alt und O. Nein. Achtung. Nein. Änderungen bei den Tasten für die Sprachausgabe. Nein. Escape. Nein. Sprachausgabe. Überschrift. Leben. Jo. Was ist das? Eier ohne Schale rein. Das sieht aus wie Shakshuka, oder? So ein bisschen Shakshuka, finde ich. Ja, doch. Könnte Shakshuka sein. Ich muss immer... Ups. Hat jetzt keiner gesehen, ne? No. Das Ei ohne Schale rein, ja. Nein. Ja. Ja. Shit. Es ist jetzt heiß, das Ei. Der Clip hätte halt gecuttet werden müssen, glaube ich. Ich finde das immer schön, wenn Windows merkt, dass jemand zu sehr raged und ihn dann ablenken möchte. Ich glaube, wenn Windows merkt, dass du zu sehr raged, also wenn du schon so auf die Tasten draufgehauen hast, dann ist, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Gehe ich von aus. Ja, guck's dir in Ruhe mal an, Satoshi. Ich bin tot. Das ist also ungünstig. Nein, nein, nein. Runter mit dir. Runter mit dir. Runter mit dir. Wo ist der Schalter nochmal? Oh, oh mein Gott, nein! Runter mit dir! Was ist mit mir nicht los? Oh. Was ist im Lerk, Florian? Wie ist das im Lerk? Oh, ich muss noch die Zugansacke machen. Achtung, Achtung! Auf Gleis 1 ist der Hime-Train eingefahren. Wir betten Sie Ihre... Ich mag das Lied. Was zur Hölle passiert da? Bekommt sie Subs an das Gesicht, ins Gesicht geschmissen? Bekommt sie Subs ins Gesicht geschmissen? Das ja! Das ist ein geiles Feature. Oh mein Gott, ich glaube, das will ich haben. Ich glaube, ich will dieses Feature haben. Ich will mich abschmeißen lassen mit Geschenken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schön das. Was machst du denn da wieder, blöde Nuss? Ui! Oh nein, jetzt hat mich geklemmt! Ich.
Mach doch bitte meine Clip-Markierung drauf. Oh, ich bin tot. Verquetscht. Die gute Clip-Markierung, wen kennen Sie? Eine Zugbrücke. Seid ihr bescheuert? Das gibt's doch nicht. Das hängt fest. Alter, das Ding hängt fest. Jetzt krieg ich mich mal da raus. Dein Truck hängt fest. Ja, und jetzt... Oh. Ach, ich hopp sie jetzt. Ach, daneben gehopps. Scheiße, jetzt, wo geht's denn jetzt wieder hin? Bleib stehen, Lümmel. Oh, da renn ich jetzt wieder hinterher. Oh, ich geh nicht wieder auf den Turm. Warte, warte, wer spricht sie gerade? Wer spricht da gerade? Klong, 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 klong. Aua. Warte, jetzt geb ich dir so... Ist das Schaggis? Stimmt, das ist Schaggis. Sag mal, wie machen die das eigentlich, dass da kein Versatz ist? Weil zwischen Stream und ihr ist ja Versatz... Und zwischen einer Bildschirmübertragung wäre ja auch Versatz, oder nicht? Ich bin kleine Ratte. Weniger, aber, oder? Hier, guck mal, neues Blitzpulver. Du triffst mich ja gar nicht. Daneben. Wow. Hier, komm doch. Wow, Scheiße. Ich bin auch nicht gleich in der Seite gegangen. Die Wursti-Collab, ja! Irgendwann. Leute, ich mache irgendwann mit Wursti eine Collab. Apfelsaft streamen und wir bewerten eure Würst. Okay, gut, dass ich das mitten im Leitmotiv-Announcement was? Stream angekündigt habe. Das war's mit meinem Ruf. Gut. Passiert. Ja? Grillo. Anstatt, dass ich jetzt von hier über den Tisch springe, springe ich von hier auf die Couch und gucke, ob ich es geschafft hätte oder ob ich mir dabei die Beine gebrochen hätte. Okay? Guten Kompromiss. Seht ihr, wäre gar kein Problem gewesen. Ich hätte mir nicht... Du hättest den Tisch abgeräumt. Ich Beine gebrochen, wäre allen gut gegangen. Da ist eine Couch, wie soll da ein Mordruf... Das ist eine Couch! Was? Selbst wenn ich hier gelandet wäre, was soll denn da passieren? Ich bin nicht auf dich gesprungen. Diese Eskalation bei ihr immer, ne? Morgen da war. Aber die Leute dürfen mir nicht zugucken, sonst krieg ich's. Die Leute dürfen mir nicht zugucken. Okay, gut, dann ist Stream eine gute Entscheidung. Man muss mal Shaggis fragen, ob Dark Souls mit ihm spielen. Nun, Thumbnail, I'm not sure about it. Das Ding ist, es ist immer so ein bisschen awkward, zu Leuten hinzugehen, die du so gar nicht kennst und dann zu sagen, hallo, hallo, ich hab gehört, du machst Coachings. Wie sieht's aus? Ich möchte, dass du mich coachst. Weil ich gehe stark davon aus, die Leute, die er gecoacht hat, dass das halt alles auch Leute sind, mit denen er Kontakt hat, logischerweise so. Ja, müssen wir mal gucken. Kann er seine Klippen bitte? Sonst fix ich sie an. Gott. Du Schwein. Der hätte halt auch kürzer sein müssen, der Clip. Der hätte kürzer sein müssen. Oh nein. Ich hab mal Lupe. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß. Hallo? Hallo? Das ist mein Stream jetzt. Oh, jetzt ist vorbei. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er neben der Kamera, das ist ganz schlimm. Scheiße, ich bin gleich wieder... Ah! Ey, ehrlich, ich finde das so schlimm, wenn jemand... Also ich könnte nicht mit einer anderen Person im Raum streamen. Nee. Nee, da ist vorbei. Also bitte, nee, ich will das nicht. Ich fände das gruselig. Ich möchte das nicht. Das ist mein Vetorecht. Ich will das nicht. Das wird nicht passieren. Nee, genau wegen sowas. Ah, hier waren wir eben, oder? Waren wir nicht eben? Sorry, not sorry, Lunate. Wenn man in einem Game wirklich drin ist, die kleinsten Sachen erschrecken einen. Ich verstehe das total. Ich verstehe das komplett. Noch nie gemacht? Nee.
meinem Stream ist noch nie jemand reingekommen, der mich dann erschrecken hat. Das ist auch gut so. Doch, meine Mutter ist mal reingekommen, weil sie mir Tee gebracht hat. Es war grauenvoll. Und deswegen will ich das nicht. Ich finde das nicht cool. Also ich habe mal auf Conventions oder so gestreamt. Ja, aber da gehst du ja dann halt auch hin, um auf einer Convention zu streamen. Aber so meine Standard-Streams möchte ich in meinem Raum alleine ohne Menschen haben. Together. Ich hasse euch einfach nur, ey. Ohne Scheiß, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper, ey. Darf ich? Da. Außer jemand hält mir bei einem Horrorstream das Händchen. Damit könnte ich leben. Das fände ich okay. Wenn jemand für einen Horrorstream sich neben mich setzt und sagt, Katha, ich halte dir das Händchen, damit es dir besser geht. Damit könnte ich... Darf ich? Wow. Ich habe erstmal andere Dinge erwartet. Und dann kommt das. Oh. Du? Ja. Oh mein Gott. Einmal in meinem Leben, Buba. Oh mein Gott. Der eine sagt Folie für einen Tag, der andere sagt Folie für einen Monat. Jeder erzählt was anderes und die Sache ist die, ich höre einfach auf den Typen, der es mir macht. Also... Mit der Nadel, also mit der Tattoo-Nadel. Versteht ihr, was ich meine? Dankeschön. Kickdex, dankeschön für den Prime Sump. Shut the fuck... Junge, ey, man kann sich doch mal am frühen Morgen versprechen. Was soll denn das sein? Ja, nee, du, keine Sorge. Ich kenne das. Mir passiert das sehr oft. Ja. Du bist ja eine richtige, du bist ja eine richtig helle Kerze am Himmel. Eine Kerze am Himmel. Das kann aber nur eine richtig helle Kerze, kann sowas sagen. Die gute helle Kerze am Himmel. Wer kennt sie nicht? Oh, fuck you! Der holt Sprungangriff. Anlauf. Der holt Anlauf. Help! Jumpscare. Jumpscare-Bär. What the fuck? Oh. Der gute Jumpscare-Bär. Oh Gott. Und einsenden bei Twitch Clips Germany, bitte. Alter Schwede. Das war krass, aber gleich bei dir. Ey, das ist wieder Bär. Ja, es war ein Bär. What the fuck? Oha. Okay. Ich hab nur meinen Nacken knacken lassen. Das war gut. Das kann ja sehr ironisch. Natürlich. Der hat eine weiße Fahne gehistet. So, ihr habt das mitbekommen. Der hat eine weiße Fahne gehistet. Was? Ich habe eigentlich gerade gewartet, dass die Fahne nochmal gezeigt wird. Jetzt bin ich, was? Aber jetzt, was? Oh Gott, was? Mann, das ist gar nicht lustig, ey. Das ist genauso lustig wie der Joke, für den ich vorhin 20 Mal gesagt habe, dass er nicht witzig ist. Oh mein Gott, Chica, ich weiß nicht, ich glaube. Versuchen wir eine andere Frage. Nicht aktuell. Nur so aus Interesse. Spiele. Wie oft furzen Faultiere? Ich finde das so cool, dass das wie so ein Horrorspiel aufgezogen ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, warum sie jetzt so diesen mega Lachflash hat. Habe ich den Joke nicht mitbekommen? Und die richtige Antwort ist... Das! Kommt mal mit! Nix. Beispiel für, hätte man cutten sollen. Ja. Es ist halt eine Uncut-Folge. Müssen mal gucken, wie gut das läuft. Hier, deine Frage. Okay. Oh, der kommt perfekt!
Die hat abgedreht, ja? Sita. Du hast recht. Was ist das denn? Ah, oh, gemein. Das ist so unmahnsam. Wieder Vierter. Oh, solide. Ganz knapp. Was ist ganz das denn? Ich hab die Bombe so gut geworfen. Da kommt so was. Ey. Oh, ich bin gebrochen. Gebrochen. Oh, immerhin. Manchmal habe ich das Gefühl, meine wurde irgendwann mal geblitzt, Dings. Kann ja nicht sein, dass sie niemanden. Da ist eine Spinne! Und sie bewegt! Mir ist mal im Stream eine riesige Motte ins Zimmer geflogen. Ich habe dann eine Emergency-Pause gemacht und habe die eingefangen und rausgebracht. Sie hat es überlebt, aber war schwierig. Sie! Ich raste aus, Leute. Ich raste aus! Das ist ein Punkt, das ist keine Spinne. Ich hinter mein Regal. Man sieht die Beinchen. Nur 3 Tage und ich denke mal, jeder sehnt sich nach Nähe, früher oder später. Da bin ich mir leider nicht sicher. Alter, mein verficktes Herz. Die Dinger sind auch echt mies, diese Sprachdevices. Ich habe relativ am Anfang, ich habe ja hier auch ein iPhone, Siri halt mit einem speziellen Codewort nur aktiviert. Und dementsprechend bekommt Siri nur ein spezielles, also aktiviert sich bei mir nur, wenn ich ein ganz spezielles Wort benutze zuvor, weil ich jetzt OnStream halt nicht verwenden werde, weil ihr dann irgendwann bei Text-to-Speaks Dinge tut oder andere Sachen, aber will ich alles nicht und deswegen bleibt das geheim. Wer zum Teufel hat denn jetzt mit dir gesprochen, Mann? Das klang, als steht einer hinein. Richtig gut, wenn sie jetzt nochmal antworten würde. Niemand. Okay, cool. Weiter im Text. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das ist halt der spontane Ausstieg. Na dann. Oh. Ich habe gedacht, oh. Versuchen wir da mal wieder rauszukommen. Okay. Oh, hast du schon wieder die falsche Taste gedrückt? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich bin so schlau. GG. Oh nein. Los, wir schaffen das. Alien Isolation. Los, wir schaffen das. Guter Grund. Braben rechts von dir. Das Ding ist, an diesem Grad der Verzweiflung ist jeder Streamer schon mehrfach gekommen in Spielen. Diese Raben zum Beispiel möchte man nicht aufschrecken, weil die machen sehr laut. Kra, kra, kra! Oh, ja auch nochmal. Kra, kra, kra! Okay, ist ja Porsche gesagt. Okay, hab ich's aber nicht verstanden. Da! Ja. Jimmy. Yo, oh. Junge! Bringst du gerade den Killer mit? Nein, der Killer kommt zu mir, ihr Schweine! Da, sind alle da, 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 nimm alle drei! Genau! Nö? Ja, gut, kann man mal machen. Jedes Mal, wenn ich Dead by Daylight Clip sehe, habe ich richtig Bock auf das Game, verstehe ich. Übrigens, Props zu den ganzen Menschen, die hier anstatt Feuerzeugen einfach meine Flammen-Emotes gepostet haben. Ich bin Fan. Ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Man zieht mit diesen Fackeln in den Krieg. Man zieht mit diesem Fackel-Emote übrigens in den Krieg. Also eigentlich der Hintergrundgedanke davon. Aber ihr könnt auch gerne mit Fackeln auf Konzerte gehen. Könnt gucken, ob das funktioniert, Chat. Also, wenn ihr der Meinung seid, warum nicht? Aber von mir aus. Ich habe euch vorgewarnt. Oh wow. Floki, also du bist die beste Katze, was es gibt. Du hast das gerade. Habt ihr das? War das. Also, das war der beste. Das war doch jetzt gerade. Floki, du bist die beste Katze, was es gibt auf der ganzen Welt. Ja, wusste genau.
Es war schon episch. Okay, ich verstehe, dass ihr damit Fackeln aufkreuzen möchtet. Ich verstehe das Fackelengagement. War das jetzt ein Einsatzkonto und er ist zu mir gekommen? Habt ihr es gesehen? Ist es gut? Wenn die Luftgitarre anders hätte, true. Oh, oh, der Bug. Ja, da, der Bug wird immer schlimmer. Nein. Oder auch nicht. Neuer TikTok-Tanz. Was ist los bei dir, ey? Bin ich gegen den gedotzt? Nein, das Spiel! Es ist doch eine Verarsche. Find's auch wieder gut. Er spielt eindeutig Gus-Gus-Duck. Ja, Gus-Gus-Duck würde ich auch unterstreichen. Ja, bei Rutsche kriege ich immer eine gute Platzierung. Wenn das Spiel mich nicht in die scheiß Rutsche reinbackt. Also hallo! Mies. Leider sehr mies, okay, was da so läuft. Dem Typen fehlt, glaube ich, der Speer, kann das sein? Ich wollte ihr nur den Speer geben. Ich muss damit auch... Ich wollte ihr den Speer nur geben. Das Spiel sieht spannend aus. Ich kann Leute abstechen. Ich glaube, bei dem Spiel sehe ich mich... Ich wollte sie nicht umbringen. Nur, wieso bringt denn der alle um? Ich will den Leuten die Sachen nur geben. Ja, ich glaube, das Spiel sieht sehr interessant für mich wieso aus. Wieso tötet er die einfach? Sein werden? Noch wenig steht. Hat er sich jetzt eine Kokosnuss geholt? Ja. Hä? Leute, hab ich Bowling mit dem gespielt? Wie geil! Wie der weggejoinkt ist! Bin verwirrt. Na gut. Müssen wir befreien. Wieso kann ich nicht aussteigen? Weiß ich auch nicht. Wo willst du aussteigen? Vielleicht ist Tobi nicht hoch genug. Ach, als ob unser Charakter das noch interessiert. Ich sagte doch, du willst das vielleicht nicht. Hello, Beast Slayer. I'm fine, I am happy, Shiro's here. And he's making schnuschnur. Brr, brr. Brr, brr. Oh, happy birthday! Okay. Oh, Anna, hallo Anna! Wir könnten theoretisch auch sehen, wenn er was ins Buch schreibt. Du Arsch! Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst! Möchte dabei nicht beobachtet werden. Ich kann das nachvollziehen. Er will das nicht. Meine Schere hat sogar einen Kronkorb. Das ist eine multifunktionelle Schere. Du kannst sie auch einfach auseinandernehmen. Und wenn dich jemand überfällt, also wenn jemand bei dir zu Hause einbricht, könnt ihr dann einfach fechten. Ganz ehrlich, wenn ich mir so anfange, eine Handvoll von den Streamern so als Superhelden vorzustellen, ne? Lilly als die Tante, die ganz viele so Messerchen hat und alles schmeißen kann und immer trifft. Ich glaube, da sehe ich Lilly. Ich glaube, das, oh mein Gott, das wäre einfach Lillys Superpower. So perfekt, so pow, so immer ins Ziel treffen. So. Und Lost Kitten wäre einfach diese Mind-Dame, die in euer Gehirn eindringt. Ja. Ja. Wait, aber jetzt stimmt was nicht. Ach so. Ja, da sehe ich das Ganze. Verstehe ich. Versteh intellektuell. Leck mich doch. Ich würde mich verbrennen. Eigentlich ein gutes Kompliment. Vielen lieben Dank, Twitch.
Village Clips Germany für diese weitere Folge. Und falls du jetzt noch Bock haben solltest auf ein weiteres Video, findest du hier noch einen anderen Vorschlag. Du könntest natürlich auch einen Kommentar, ein Like oder halt auch ein Abo da lassen. Würde mich auch freuen. Und sonst sehen wir uns in einem weiteren Video. Bye, bye.